Vater Dimus. Priester der Zakarum? Zakarum war doch auch irgendwie mal in der Geschichte Diablos gewesen. Boah, ey, das war aber, glaube ich, in Diablo 2. Kann ich mich nicht mehr gut dran erinnern. Werdet ihr mit Lorat und Nerell zum Sumpf reisen? Ich denke nicht. Ich muss mich um den Seelenstein kümmern. Lorat kommt alleine zurecht. Nordöstlich von hier ist eine Zakarum-Festung. Wir wissen, dass der Hass dort herrscht. Vielleicht können wir das nutzen, um den Seelenstein vorzubereiten, damit er Lilith fangen kann. Ich könnte eure Unterstützung gebrauchen, wenn ihr das vermögt. Okay, das war das mit den Zerkörperungen. Glaube ich zumindest. Nicht 100% sicher. Wie ich sehe, tragt ihr jetzt euer horadisches Amulett. Und was ist zwischen Lorat und euch vorgefallen? Es hat keine so scharfen Kanten wie der Anhänger der Kathedrale. Das ist ein Vorteil. Vielleicht hätte ich es nie abnehmen sollen. Er würde sagen, ich habe die Sitten der Horadrim aufgegeben. Aber ich wollte nur unseren Horizont erweitern. Neue Verbündete in der Kathedrale schmieden. Meine eigene Familie gründen. Was Lorat betrifft, es ist schwer für ihn, anderen nahe zu kommen. Und noch schwerer, sie gehen zu lassen. Okay, danke. So, wo wollen wir jetzt hin? Okay, wir müssen noch weiter. Warum wird hier jetzt angezeigt Stufe 35? Die sind anscheinend jetzt fest. Warte mal, haben wir hier einen Alchemisten? Ja, haben wir. Habe ich denn jetzt das Material endlich dafür? Ist die Frage. Nein, immer noch nicht. Nee. Haben wir immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Da kam ein Totenbeschwörer. Das ist nur Waffen. Das ist der Schmied. Einmal alles. Oh, warte mal. Da haben wir es. Ich weiß nämlich nicht, ob der den auch kaputt machen würde. Das will ich ja gar nicht. Legi-Sachen behalte ich erstmal. Was hast du denn hier? Alles viel zu teuer. Wieso habe ich so wenig Geld? Wo ist die Bank? Bank haben wir auch. Perfekt. Sehr schön. Obwohl, wenn ich eine gute Offhand bekomme, könnte ich die Waffe theoretisch behalten. Morgens Torheit ist verloren. Völlig zerstört. Zurückzukehren wäre... Diesmal ist es anders. Es ist nicht für die Festung. Für Akkarat. Oder? Das könnt ihr sicherlich verstehen. Schaden Gegner in der Nähe ist gut. Glückstreffer ist auch gut. Crit-Schaden ist okay, auch wenn ich wenig Crit habe. Schaden über Zeit ist nicht für mich. Tornado habe ich nicht. Nee, Quatsch. Nee, nee. Der Effekt vom Legi-Teil ist halt mit Tornado und den habe ich nicht. Aber ich habe jetzt schon auf jeden Fall zwei Sachen, die für einen Druiden sind. Legi, Waffe, aber beides nicht so, wie ich spiele. Das ist nicht sehr schön. So. Mit euch dran habe ich schon geredet. Wie muss ich jetzt hier raus? Es ist, glaube ich, relativ egal. Ich würde, glaube ich, nach oben rausgehen. Ich frage mich nur, warum das jetzt Level 35 plus ist. Das verwirrt mich ein bisschen. Warum liegt hier Gold?
danke. Okay, ich muss hier runter. Schnellerer Weg. Weil mein Mount hat mich ja gerade abgeworfen. Ach, ich muss weiter da. Ich habe keine Geisteskraft. Ich würde oben lang reiten. Auch wenn ich nicht weiß, ob es richtig ist. Nicht von hier aus dahin, nee. Irgendwie nicht. Da ist eine Kiste. Komm, da drüben war, glaube ich, dahin. Lass doch mal mein Pferd in Ruhe. Das müsste jetzt richtig sein, ne? Ja. Fühlt ihr das? Mephistos Berührung ist hier ganz deutlich. Dieser ganze Hass. Genau das brauchen wir, um den Seelenstein auszurichten. Um ihn für Lilith vorzubereiten. Ich bin zu alt zum Klettern. Aber ihr könnt hinein und das Fallgatter öffnen. Wo sind wir? Und Taisa sagte... Taisa, hat sie genannt, Entschuldigung. Taisa sagte, Havesar wäre nicht Teil von Sanctuario. Die unstete Ruhestätte eines Anführers der Zakarum, der von Mephisto verfolgt wurde. Eine Gruppe heiliger Paladiner baute die Bastion und begrub den Leichnam im Inneren. Nun jedoch wird sie verlassen. Wirklich? Sie könnte recht haben. Selbst die Luft ist schwer mit Magie aus einer anderen Welt. Okay. Das heißt, ich soll hier rein? Na dann. Ich habe kaum noch Geisteskraft. Man sieht mittlerweile schon den Dorn-Effekt. Früher hat man den nicht so einfach gesehen. Okay, hier komme ich nicht rein. Das ist ja unsere Aufgabe. Wir sollen einen Weg da reinfinden.
Geisteskraft. Ich glaube, ich habe den gewonnen, den Weg. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne? So stämmig wie der Druide ist, wenn er sowas hochklettern kann, dann muss er ganz schön Kraft in den Arm haben. Und mit kräftig meinte ich nicht jetzt nur den Armumfang, sondern auch den Umfang von seinem Bauch und so. Okay, das war anscheinend der falsche Weg. Gehen wir nochmal hier hoch. Springen auf die andere Seite. Und versuchen hier unser Glück. Ich glaube nicht, dass ich hier nach unten muss. Oder nach hinten muss. Oder vielleicht ist hier irgendwas versteckt. Mal schauen. Ha! Wusste ich doch. Ein Altar von Lilith war es, der versteckt war. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ich würde trotzdem noch gerne sehen, wie ich als Bär da runter und hochkletter. Tada, wir sind drin, Donan. Ihr seid endlich zurück. Endlich? Beeilt euch. Alles hier lässt mich schaudern. Entschuldigung, dass ich den Weg nicht hier kenne. Aber Hauptsache hier sind drei oder sind sogar vier Dungeons? Ich weiß gerade gar nicht. Hört ihr das? Merkwürdig. Gibt es Wölfe in Havesa? Mephistos Avatar? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Boah, kotzen das viele Gebeine. Irgendwie fühlt es sich hier schlimmer an. Hier muss es sein. Interessant aus, da wäre noch eine Tür. Sieht aber nicht nach einem
Weg dahinter aus, also wenn dann nochmal ein Dungeon im Dungeon quasi. Was auch immer sonst hier ist, der Hass bleibt bestehen. Stark genug, um den Seelenstein auszurichten. Kreation, dann Tenis, Barry, dies Tom Ecliomon. Ja, genau. Verdammt! Was ist damit los? Diese komischen diese komischen Kopien, ne? Ist das Schatten verzaubert? Ich glaube ja. Hat es geklappt? Komm schon, du alter Narr. Was stimmt damit nicht? Warum? Oh nein. Das ist schlimmer als ich dachte. Der Schaden muss entstanden sein, als Jorin Astaroth. Könnt ihr es reparieren? Wir brauchen seltene Materialien. Zu Beginn Quecksilber und Werkzeuge, alchemistische Werkzeuge. In der Nähe ist ein Dorf. Finden wir heraus, ob sie haben, was wir brauchen. Mhm. Trefft okay. mich dort, sobald ihr könnt. Okay, das kann sich einrichten lassen. So. Ich glaube aber, das, was da jetzt eben passiert ist, hat ihn irgendwie verletzt. Er sieht ein bisschen geschwächt aus. Aber erstmal hier raus. Und gucken, wo wir hin müssen. So. Ja, die habe ich, die Statue. Okay, wir müssten dahin. 36. Hier ist 35. Dann gehen wir erstmal zu denen runter. Ja, machen wir das. Gehen wir erstmal zu den runter. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das wirklich mit dem Level aussagekräftig ist, aber ich will mal lieber nicht dieses angehen. Zwei einhändige Waffen. Was ich aber bräuchte, wäre eigentlich ein Totem. Das finde ich übrigens schon interessant, dass man halt vom
Reittier aus Erze und Pflanzen sammeln können. Die Musik ist interessant. Da lag eine Leiche. Was für ein abscheulicher Ort. Hab ich nicht so gesehen. Er muss wohl gedacht haben, er hätte keine andere Wahl. Das haben wir auch nicht. Konntet ihr Timue finden? Endlich ein weiteres Paar Augen. Die Suche nach Timue verlief bisher erfolglos. Okay. Dann suchen wir weiter. Okay, hier scheint aber nicht zu sein. Wo ist er? Wo ist er? Ich meine eigentlich, ich habe eben jemanden neben den beiden laufen sehen, aber... Kann anscheinend nicht er gewesen sein dann. Ist der Typ? Kann nicht so schwer sein, jemanden zu finden. Ne, da oben war ich ja schon. Ah, warte mal, hier. Ja. Hab mich gerade schon fast reingebackt. Hallo. Grüße. Nur zwei Arten von Menschen suchen nach der alten Timue. Jene, die vor Ärger flüchten,
und jene, die direkt darauf zulaufen. Zu welcher Art gehört ihr wohl? Das werden wir herausfinden. Wie Young, ein Mann namens Elias. Nein, wir wissen ja, warum wir hier sind für sie. Bei ihr. Nie von ihm gehört. Wir glauben, dass Elias einen Pakt mit dem Sumpf geschlossen hat, um unsterblich zu werden. Thaisa meinte, ihr könntet helfen. Thaisa? Nur sie ist kaltherzig genug, um ein Kind hier draußen in den Tod zu schicken. Wir haben nicht vor, zu sterben. Einer von euch wird das aber. So endet es immer. Geht dorthin zurück, woher ihr gekommen seid. Ich will nicht, dass das Blut eines Kindes an meinen Händen klebt. Ich habe gesehen, wie Lilith von meiner Mutter Besitz ergriff. Der Wahnsinn brachte sie um. Ich bin kein Kind mehr. Dann soll es so sein. Wenn dieser Elias einen Pakt geschlossen hat, dann mit dem flüsternden Baum. Es gibt viele Wege dorthin, aber der nächste ist in Ingovani. Ein heiliges Räucherwerk wird in dem Tempel dort aufbewahrt. Besorgt es, dann tretet ihr den Pfad zum Baum an. Geht nach Ingovani. Nerell und ich finden heraus, ob wir mehr Informationen aus Timwe herausholen können. Der flüsternde Baum. Wir reden erstmal mit Timwe. Thaisa sagte, ihr wärt mit dem Sumpf einen Handel für ein langes Leben eingegangen. Woher kennt Thaisa euch? Und was ist so wichtig an diesem Tempel? Ja, ich wurde mit dem Gift des Sumpfes infiziert. Und schloss aus Angst einen Pakt mit dem Baum. Deshalb bringe ich ihm jetzt Wissen. Und im Austausch dafür hält er mich einen Schritt vom Grab entfernt. Ich wünschte, er würde mich gehen lassen. Aber ein solcher Pakt kann nicht gebrochen werden. Sie war einmal wie ihr. Sie stand hier in meiner Hütte und bat mich, ihr den Weg zu weisen. Und ihr werdet sein wie sie. Ihr nehmt euch die Antworten, die ihr braucht. Und blickt nie zurück. Der Sumpf hat sein Nest in den Wurzeln des flüsternden Baumes. Und so beginnt jeder Pfad. Der Tempel von Ingovani liegt auf einer Wurzel. Aber sie ist nicht mehr oder weniger wichtig als andere Wurzeln. Okay. Teilweise Informationen, wo ich mir denke, teilweise sehr gute Informationen. Okay. Wir werden gleich noch weitermachen, aber ich mache jetzt erstmal einen Stopp hier. Natürlich wieder nicht, um die Aufnahme zu lang zu haben, aber auch, weil ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich habe Hunger. Ich versuche aber im Spiel zu bleiben, dass ich nicht wieder zu einem Teleporter komme und wir hier einen kürzeren Weg haben, um weiterzumachen. Deswegen sage ich oder verabschiede ich mich von hier und dann bis später.